Ich bin nicht mehr entsetzt. Nee, ich bin auch nicht mehr wütend. Ich bin auch überhaupt nicht mehr verwundert. Nee, also jetzt nicht wegen Boris Palmer. Für ihn ist das eigentlich ein Ritterschlag. Er wird jetzt geadelt von mir, ne? Weil wenn einer von den Grünen rausgeschmissen wird, dann weiß ich nicht, wer da etwas falsch gemacht hat, aber bestimmt nicht Boris Palmer. Boris Palmer ist das, was man einen streitbaren Geist nennt oder bis zu Corona-Zeiten im besten Wortsinn ein Querdenker. Einer, der aneckt, zu Widerspruch neigt, zum Überprüfen eigener Positionen anregt. Nicht nur aus Eitelkeit, sondern auch aus Erfahrung als Lokalpolitiker. Ob in der Migrationsdebatte oder bei politischer Überkorrektheit, so einen muss eine Partei schlicht aushalten können, auch wenn er nervt. Selbst wenn er beim Grenzen austesten ab und an Grenzen überschreitet. Doch die einst dauerstreitenden Grünen sind politisch total korrekt. Rundgelutscht bis zur Kantenlosigkeit. Pseudovielfalt bis zur Verlogenheit. Und über allem schwebt der Wächterrat. Noch haben Grünen Führung und Parteirichter die Chance einzusehen, dass ein Freigeist wie Palmer ihn viel mehr nutzt, als schadet, dass er in Tübingen urgrüne Politik macht und dass so einer auch für eines steht. Echte Meinungsvielfalt. Wahrscheinlicher ist leider, Palmer wird Opfer der Partei Ayatollahs. Yes. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Vielen Dank an Peter Tiede in der BZ vom 16. November 2021.